Liebe Freunde, hier ist euer Steinwall. Wir schreiben die Sternzeit 2387,03. Der Weg, den Captain Janeway vorgeschlagen hat, Pathogene hier in diesen Borg-Kubus einzuschleusen, um die Borg dadurch zu schwächen, der konnte noch nicht umgesetzt werden, denn die Borg wehren sich. Wir haben jetzt erneut fast 2 Jahre Zeit, um einen weiteren Versuch zu starten. Aber es ist davon auszugehen, dass eine stärkere Borg-Welle erscheinen wird, also eine Welle aus Borg-Schiffen. Und dementsprechend müssen wir uns vorbereiten. Nach diesem ersten, etwas einfacheren Kampf rechne ich inzwischen mit mehr Gegenwehr. Die Führung der Föderation hat sich nochmal intensiv mit den vorhandenen Waffentechnologien beschäftigt. Dazu kommen wir später, denn bevor wir hier vielleicht doch noch was an der Ausstattung ändern, werden wir noch die nächsten Technologien abwarten. Uns bleiben hier noch 3 Monate bis zur computerunterstützten Zielerfassung und 4 Monate bis zu 9 Triebwerken, die auch sehr, sehr hilfreich werden können. Ich denke, so viel Zeit haben wir. Wir werden deshalb die Flotten dann nicht zum Upgrade, sondern doch erstmal zur Reparatur schicken. Wobei, zur Reparatur schickt er sie jetzt dahin, interessanterweise. Zur Verbesserung dahin. Also wenn ich davon ausgehe, dass wir sie später verbessern werden, dann, also verbessern müssen, wollen, und das offenbar hier vor allem gemacht wird, dann schicken wir sie, würde ich sagen, auch gleich dorthin, ebenso die 2. Föderationsflotte. Meines Wissens ist es sogar so, dass bei der Verbesserung auch automatisch repariert wird, bin ich mir aber nicht hundertprozentig sicher. Insofern könnten wir uns diesen Schritt auch sparen. Die Enterprise kehrt erstmal hier zurück und leistet dann Catherine Janeway Gesellschaft, die auch hier wartet, dass die Kriegsflotten weiter einsatzbereit sind. So, insofern haben wir erstmal einen Augenblick nichts zu tun. Wir nutzen diese Atempause. Warte mal, ich sehe hier. Ja, alles gut. Wir nutzen die Atempause, um mal wieder ein bisschen was bei unserem Planeten hier zu machen. Wir haben hier eine Bergbauwelt mit einer Mineralienaufbereitungsanlage. Aber wir werden auch hier mal ein Gedenkmonument errichten und ein Bergbaudistrikt. So, da wird also gearbeitet. Und dann haben wir Asinda, eine Agrarwelt. Und auch hier kommt ein Gedenkmonument hin und ein Landwirtschaftsdistrikt. Aber ich sehe gerade, wir brauchen hier Wohnungen. Dann wahrscheinlich erstmal ein Stadtdistrikt. Okay, machen wir es mal so. Und dann kann es, denke ich, erst einmal weitergehen. Alle haben ihre Aufgaben. Ja. Die Enterprise kam ein bisschen zu. Oh, was ist hier los? Kam ein bisschen zu spät, wird aber zurückfliegen. Und wir haben einen Bewohner verloren. Sie sind von Bajor zu den Cardassianern übergelaufen. Okay. Ist ja ein Ding. Naja, vielleicht war das auch ein Cardassianer. Die wohnen ja auch auf Bajor. Ein paar, glaube ich zumindest. Könnte man jetzt überprüfen, ob ich Quatsch erzähle. Machen wir mal kurz. sehen wir hier die Speziesaufteilung irgendwo. Wo sehen wir die nochmal? Planetenzusammenfassung. Hier Bevölkerung. Ja, ihr seht, 3 Cardassianer sind hier noch. Kann gut sein, dass die in das Heimatreich übergewechselt sind, weil es ihnen dort dann doch besser gefällt. So, wir haben diese computerunterstützte Zielerfassung. Was können wir denn jetzt weitermachen? Im Moment sind tatsächlich für mich Kampftechnologien besonders interessant. Schilddisruptoren sind, glaube ich, vom Schaden her nicht stark genug. Subatomare Disruptoren, was können die? Schilddurchschlag, nee, auf den Weg will ich nicht gehen. Ja, dann bleibt uns hier nur der Supertransporter. Nehmen wir den. So, wir warten aber noch auf die Doppelantriebsnachrüstung, bevor wir irgendwas machen. Our station is being targeted by hostile forces. Ach so. Oh nein, jetzt kommen wieder die Piraten. Okay. Warum haben wir die vorher nicht gesehen? Habe ich die übersehen? Oh, das ist natürlich unglücklich. Das heißt, wir müssen eigentlich unsere Flotte komplett umwenden lassen.
Das geht gerade auch noch so ganz gut, weil sie hier noch auf dem Weg zum Highway No Dort waren. Und dann mit voller Power die Piraten bekämpfen. Ich hoffe, wir kommen noch rechtzeitig. Das passt natürlich jetzt. Sehr schön. Und wir haben vollen Ressourcenspeicher Deuterium. Ich würde sagen, wir werden mal ein bisschen was verkaufen, damit da nichts verloren geht. Wir haben ein Plus von 50. Ja, dann verkaufen wir einfach mal gleich 5000. So. Dann haben wir da wieder ein bisschen Platz. Und Ruinen sind entdeckt worden. Nach mehreren Jahren haben unsere Siedler auf Anesira Secundus eine Vielzahl antiker Ruinen entdeckt. Es müssen weitere Untersuchungen durchgeführt werden, um zu bestimmen, welche Ressourcen sie enthalten können. Aha. Warum springt er dann immer auf die Erde, wenn ich mir das anschauen will? Untersuchen wir die Ruinen. Okay. Wow, 11 Forschung. Planet der Ruinen. Das ist doch eine schöne Aufgabe für Data. Gucken wir uns das hier erstmal an. Planet der Ruinen auf Karte verfolgen. Aha, da sind wir. Okay, Data ist ja für die Forschung innerhalb des Föderationsgebietes verantwortlich. Suchen wir ihn hier. Wo haben wir ihn? Da haben wir ihn. Er hat keine Befehle und insofern kann er das Ganze jetzt untersuchen. Hervorragend. Gut. Oh Mann, also die Sache mit den... Den Piraten nervt jetzt doch ganz schön. Die Cardassianer garantieren die Unabhängigkeit des Kesprit-Republik. Okay. So, ihr seid auf dem Weg zurück. Hier beginnt schon der Angriff auf die Station. Ja, die wird auch bald erledigt sein. Wir werden wahrscheinlich nicht rechtzeitig kommen, oder? Research modeled. New technology has passed testing protocols. Gut, wir haben die Triebwerke, die neuen Doppelantriebsnachrüstung. Was haben wir hier? Nanitenschmiede brauchen wir nicht. Reserveimpulsantrieb. Ausweichen 5% ist vielleicht ganz cool. Ich denke, das machen wir mal als nächstes, auch wenn es jetzt nicht super gut ist. Aber Construction finished on schedule. Ist sehr schnell erforscht. Construction finished on schedule. So, es kann... lost control of a Federation Starbase. Ja, verdammt, es ist echt passiert. Wenn die Piraten erfolgreich sind, dann verlieren wir auch hier komplett Gebiete. Und zwar nicht nur eins, wie ich sehe. Ladra war doch auch in unserer Hand. Oh mein Gott, das ist ja wirklich ein harter Verlust. Und die sind jetzt auch weg oder sind die dort? Schließt euch uns an oder sterbt. Die interstellaren Piraten haben erneut zugeschlagen. Ihr Angriff hat uns zahlreiche wertvolle Ressourcen gekostet. Sie kamen aus dem Nichts, griffen an, verschwanden dann wieder und hinterließen nur eine Übertragung in einer Endlosschleife. Schließt euch uns an oder sterbt. -1000, -1000, -1000 Ressourcen auch noch verloren. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die dort noch sind in dem System oder ob die jetzt schon rausgesprungen sind. Ah, das ist alles unschön. 534 Tage. Reicht das jetzt noch für die nötigen Upgrades? We have surveyed a new star system. So, wir fliegen da rein. Die sind echt weg. Das sind aber auch Schweine. Okay, das bedeutet aber, wir müssen zukünftig... Aber das Problem ist ja halt die Borg, ne? Normalerweise müsste man über das Föderationsgebiet verteilt die Flotten stationiert haben, um dort reagieren zu können. Wir können natürlich nicht hier in jedem System irgendwie eine starke Station unterhalten. Das geht nicht. Das ist ja wirklich ein Ding. Unschön. Unschön. Nun gut. So, das heißt, wir müssen aber jetzt dringend die Upgrades machen. Das heißt, wir müssen uns hier nochmal mit dem Schiffsdesigner beschäftigen. Und zwar habe ich nochmal einen wichtigen Kommentar bekommen bezüglich des Themas Schilde. Wir haben ja analysiert, dass die Gegner vor allem Waffen gegen Schilde haben, weshalb ich ein bisschen unsere Schilde reduziert habe. Und außerdem habe ich ein bisschen stärker bei meinen Waffen auf Hülle-Schaden orientiert, weil ihre Schilde gar nicht so stark waren, zumindest der großen Kubus. So, und ich wurde darauf hingewiesen, dass natürlich ein Effekt ich nicht beachtet habe, nämlich dass Schilde sich regenerieren. Ich weiß gar nicht, um wie viele Punkte pro Sekunde. Das sehen wir, glaube ich, hier eine tägliche Regeneration oder
pro Sekunde, nicht pro Tag, 0,8. Das ist natürlich ein relevanter Effekt, den man mit bedenken muss, aber das Plädoyer für Schildwaffen, also für die Phaser, kann ich nicht hundertprozentig teilen, weil man muss Folgendes bedenken. Dieser kleine Pulsphaser oder auch der mittlere Pulsphaser, den wir hier eingebaut haben, ne, wir haben nur die kleinen, die machen halt sehr, sehr guten Schildschaden, deswegen habe ich ihn auch schon drin gelassen, aber eben minus 75% Hülleschaden und das ist schon enorm wenig. Das heißt, es sind jetzt geschätzt 0,6 Hülleschaden nur. Und wenn dann so ein Borg-Kubus nur 25% Schilde hat, im Vergleich zur Hülle, ist mir das irgendwo zu wenig. Deswegen bin ich auf andere Schadensarten stärker gegangen. Will ich auch machen, aber eine Sache habe ich hier falsch eingeschätzt. Diese mittlere Phasenladung, die ist unfassbar gut. Unfassbar gut, und zwar mit Abstand besser als diese varuvianische Bombe, weil die eben zwar plus 50% Schildschaden hat, aber überhaupt keinen Abzug auf irgendwas anderes, auf Hülleschaden. Das heißt, die macht auch 7,1 Hülleschaden, was extrem ist. Aus dem Grund werden wir auf jeden Fall hier nochmal die Phasenladung wieder reinbringen und diese Aufteilung lassen wir jetzt mal so. Leider gibt es keine S-Phasenladung, keine kleine Phasenladung. Also in dieser Kombination bleibe ich. So, und hier können wir noch drüber nachdenken. Wir haben ja jetzt neue Möglichkeiten. Hier die Batterie, die brauchen wir aber für die Energie. Die kann ich jetzt hier nicht rausnehmen. Außer wenn ich jetzt hier Schilde komplett rausnehmen würde. Aber ist mir auch zu heikel. Wie wäre es, wenn ich nochmal hier Schild mehr reinnehme? Das würde dann gerade so gehen. Ja, ich würde sagen, so machen wir das jetzt. Speichern das, weil die Regeneration ist dann schon relevant, auch wenn wir wissen, dass der Gegner auf Schildschaden geht. Lassen wir das mal so. Okay, das wäre die. Und jetzt kommen wir zur Miranda-Klasse. Und hier haben wir auch die mittleren Phasenladungen und hier bleibe ich dabei. Bei der Aufteilung, das ist okay soweit. Und wir brauchen auch hier die Energieerzeugung. Wir sind bei plus 4. Insofern haben wir hier gar keine andere Alternative. Ja, wäre wichtig, einen neuen Reaktor zu finden, zu entwickeln. Aber ist im Moment nicht drin. So, das heißt, jetzt kommen die nötigen Upgrades, die jetzt durchgeführt werden. Und die müssten wir eigentlich abwarten, bevor wir durchstarten können. Und jetzt ist noch ein bisschen heikel, die Flugzeit mit 1 zu berechnen. Wir können ja mal gucken, wie es müsste ja ungefähr so weit dann auch hierhin sein, die Flugzeit. Wir sind am 25. August. Mal sehen, wie lange wir jetzt benötigen. Ah, da sind übrigens die Piraten wieder auf dem Rückzug. So. Wo sind die ganzen Erwachsenen hin? Ein hohes Lachen erklingt in unseren Subraumkanälen, als unsere Kolonie auf Tedara Prime etwas Ungewöhnliches meldet. Nach 5 Jahren hat die Bevölkerung begonnen, rückwärts zu altern und alle haben wieder die Körper, die sie einst als Kinder hatten. In einer Pause vom Spielen haben die ehemaligen Wissenschaftler auf Tedara Prime eine bunt bebilderte Theorie formuliert, die besagt, dass diese Transformation durch unentdeckte Algen im Wasser verursacht wurde. Obwohl das unmöglich ist, konnten die Wissenschaftler, die uns diese Zeichnungen geschickt haben, nicht bewogen werden, ihre Daten mit uns zu teilen und wir konnten sie auch nicht erreichen, um weitere Erklärungen zu erhalten. Sie sind wieder rausgegangen, um Fangen zu spielen. Wir können den Kindern helfen, ihre Gesellschaft zu organisieren oder wir können das Wasser säubern. Okay. Dadurch würde hier ein Jungbrunnen dazukommen. Planetare Stabilität minus 5, Wachstumsgeschwindigkeit plus 20%. Wie können die dann eigentlich wachsen, mehr werden, wenn sie Kinder sind? Vielleicht sind sie Jugendliche. Nee, das kommt mir komisch vor. Wir säubern lieber das Wasser, würde ich sagen. So, Mineralienspeicher ist ebenfalls voll. Dann werden wir Mineralien verkaufen, 5000. Wie lange? 56.000 haben wir noch Creditspeicher. So, hier wird losgeflogen, die Föderationsflotte. 480 Tage Zeit haben wir noch. Research modeled. Und wir verlieren wieder einen Bewohner, Drygo Prime zu den Klingonen. New technology has passed testing. Reserveimpulsantrieb.
Ja, den können wir aber irgendwo einbauen, solange wir nicht mehr Energie haben. Antimaterie-Ladung. Das ist interessant. Wartet mal, ist das möglicherweise noch besser? Ah, schaut mal. Da haben wir jetzt auch eine M-Waffe, so wie die Phasenladung, die gegen Schilde ist. Haben wir eine gleichwertige M-Ladung, eine M-Waffe gegen Hülle. Das ist ganz gut. Könnte man in so einem größeren Schiff als zweite M-Lösung einbauen. Finde ich nicht schlecht. Oh, wartet. Aber das ist hier... Warte mal, das ist doch der neue Reaktor, oder? Das ist natürlich viel wichtiger. Ja, okay, ganz klar. Tetrioneneindämmung. Das gibt uns deutlich mehr Möglichkeiten. Werden wir aber erst in 13 Monaten erreichen. Das reicht jetzt noch nicht. So, Ende August, September, Oktober. Jetzt sind wir schon 2 Monate unterwegs. Für immer jung. Es herrscht ein heiteres Durcheinander. Die Mehrheit der verjüngten Kolonisten auf Tedara Prime sagt, dass sie es vorziehen, wieder Kinder zu sein, statt die endlose Langeweile des Erwachsenenseins ertragen zu müssen. Auf Tedara Prime gibt es praktisch keinen arbeitsbedingten Stress. Gleichzeitig führen das ständige Spielen und die spontanen Einfälle der Bevölkerung aber zu vielen logistischen Herausforderungen, die das Wachstum der Kolonie behindern könnten. Die Institutionen auf Tedara Prime könnten in Zukunft wieder annähernd normal funktionieren, wenn wir diese dauerhaft unreife Bevölkerung an eine Produktivitätssteigerung heranführen. Aktuell hat die Kolonie allerdings den Ruf, ein Ort zu sein, an dem niemand je erwachsen werden muss. Super, wann ist die große Pause? Zurück auf das Holodeck. Modifikator Entspannung pur für 5 Jahre. Okay, wir produzieren da deutlich weniger Ressourcen. Ach Mensch, Tedara. Da haben wir Tedara. Ist eine Bergbauwelt, da leben 12 Pops, wenn wir richtig sehen. Ist für uns nicht so entscheidend. Mineralien haben wir eh genug. Aber sagt mal, ist das eine Mission? Oder? Nee, das ist keine Mission. Gut, wir hatten ja eigentlich gesagt, was wir da machen wollen. Wir wollen das Wasser da reinigen. Okay, sie springen direkt. Okay, das kann man, glaube ich, jetzt nicht vergleichen. Die springen von dort direkt zurück, während sie, wenn wir dort fliegen, übers Highway Node, glaube ich, fliegen. Weiß ich nicht genau. Insofern ist das doch kein Indiz für das Tempo jetzt. Für die Zeit, die wir haben, 399 Tage. Was haben wir nun? Stadt der Türen. Forscher haben auf Anesira Secundus, eine verlassene Stadt, voller uralter freistehender Türen entdeckt. Okay, das ist da, wo Data unterwegs ist. Die radikalen Krümmungen der Steine ziehen den Blick mit hypnotischen Mustern auf sich. Wer auch immer diese Ruinen gebaut hat, beherrschte Form als auch Funktion zu gleichen Teilen. Eine Radiokarbonanalyse zeigt, dass die Ruinen Milliarden von Jahren alt sind. Es gibt keine Spur von der Spezies, die sie gebaut hat, oder von anderen Siedlungen, die Teil dieser mysteriösen Zivilisation waren. Die Türen thronen wie Wächter über vergessenen Steinhaufen und haben deutliche Energiesignaturen. Wir vermuten, dass diese Türen früher zu Orten weit unserer Vorstellungskraft geführt haben. Da fehlt was, aber jetzt können sie nicht mehr geöffnet werden. Wollen wir die Energie nutzen, dann bekommt dieser Ort den Garten der versiegelten Portale. Energie-Credits aus Jobs plus 10%. Anesira. Wir haben Anesira eigentlich zur Bürokratiewelt gemacht. Das könnte man natürlich noch ändern. Wäre kein Problem. Oder wir neutralisieren sie. Tja, spannende Frage. Energie haben wir allerdings auch gar kein Problem. Ich wäre wahrscheinlich eher für neutralisieren. Wobei zerstören ist eigentlich nicht so Sache der Föderation. Sowas, ne? Ruinen zerstören. Ja, kommt, nutzen wir die Energie und vielleicht ändern wir dann das hier noch in eine Energiewelt. Dann gehen wir hier stärker drauf. Das ist okay. Dann würde ich sagen, machen wir dann auch dementsprechend das planetare Energienetzwerk hierhin. So. Unsere Flotten sind jetzt langsam da, wo sie hin sollen, nämlich bereit zum Upgrade. Während die Zeit läuft.
Oh, tatsächlich, ein weiterer Erstkontakt. In dem Bereich. Ja, wir haben aber keinen Gesandten frei. Öffnen. Grußfrequenzen. Oder schicken ein Versorgungspaket. Wir haben immer noch auf Lager 31.000 Forschung. Dann sind wir großzügig. Aber wir haben im Moment niemand, der sich um die Sache kümmern kann. Research modeled. So, jetzt haben wir die Upgrades. New technology has passed testing. Die nächste Forschung. Bewohnbarkeit 10%. Das ist gut. Erfahrungszuwachs Anführer ist auch mal gut. Gleichzeitig entfernt von Blockern gefällt mir auch. Weltraummarkt. Ganz spannend. Aber ich denke, wir machen das hier. So, Reparaturen abgeschlossen. Aber wir wollten ja jetzt gar nicht reparieren. Wir wollten eigentlich upgraden, ne? Oh, die Flotte muss eigentlich auch sogar noch verstärkt werden. Da fehlt ein Schiff, ja. Ist die Frage, ob das mal von einer anderen Werft gemacht werden kann. Ja, von Bayor wird es gemacht, das ist gut. Damage to our vessels has been repaired. Okay. Also es scheint tatsächlich so zu sein, dass zuerst dann repariert wird und dann die Verbesserungen durchgeführt werden. Auf jeden Fall haben wir die Reparaturen jetzt erstmal abgeschlossen. Aber wichtig sind natürlich die Verbesserungen. 330 Tage. Wir sind da bei 60%. Das geht relativ schnell, würde ich sagen. Verstärkung und Transit, genau, das kommt aus Bayor. Und da sind wir... Construction finished on schedule. So, da sind wir da schon mal bei 100%. Das ist doch gut. Und dann würde ich Folgendes vorschlagen. Wir haben erstmal wieder von Idania Prime einen Einwohner verloren. Der Supertransporter ist erforscht worden. Und was können wir jetzt tun? Forschung von Bergbaustationen. Forschung ist natürlich immer gut. Logistik, Reichweite, Warp ist genau das, was wir haben wollen, um die Piraten da unten zu erreichen. Wobei das jetzt aktuell nicht unser großes Thema ist. Ich werde mir aber nochmal die Waffenverbesserung angucken. Die Autoplasma-Strahlwaffen, die sind eigentlich... Nee. Nichts, was wir gebrauchen können. Kleine, kontinuierliche Salvenfaserbank, die ist aber forschungstechnisch so teuer. Der Plasmawerfer... Könnte irgendwann interessant sein. Wir haben ihn. Aber nee, wir nehmen die Logistikreichweite. Es gibt uns die Möglichkeit, gegen die Piraten da weiter unten vorzudringen. Und was ich machen werde, ich werde schon mal, damit wir im Notfall die ganze Sache schon mal triggern können, nicht, dass wir wirklich zu spät kommen, werde ich hier die erste Föderationsflotte hierhin bewegen. Außerdem sehen wir dann auch gleich, wann die da sind. Ach, wir sehen das voraussichtliche Ankunftsdatum. 8.10. Wir haben den 11.04. Okay. Das heißt, 6 Monate. 180 Tage, 288 haben wir noch. Na, dann hoffen wir mal, dass die zweite... Wobei, wir können eigentlich auch direkt reinspringen. Wir wissen ja, da ist ja noch kein Feind. Erst, wenn da alles losgeht. Und dementsprechend können wir auch schon Janeway einfach mal so reinschicken. Das sollte unkritisch sein. So, die zweite Föderationsflotte wird jetzt verbessert, hoffentlich. Beginnt aber komischerweise noch nicht. Nee, dann ist die dritte vielleicht aktuell dran. Genau, so sieht's aus. Ja, die Zeit ist knapp. 250 Tage. Die dritte wird noch rechtzeitig fertig werden. Difficult terrain cleared by our planetary engineers. We have surveyed a new star system. Starfleet vessels improved. So, die haben wir. Die Frage ist jetzt, schicken wir die andere los? Also es ist besser, alle drei Flotten da zu haben, aber die andere noch nicht up-to-date. Oder ist es besser, die auch up-to-date zu bringen und sie kommt dann später? Spannende Frage, nicht wahr? Wo ist denn die erste Föderationsflotte gerade? Da ist sie, okay.
Ja gut, die Entscheidung müssen wir gleich fällen. We have surveyed a new star system. Research modeled. Ja, wir sind bei 60%. Kommt, die wird dann ein bisschen später kommen. Das geht schon klar, würde ich sagen. New technology has passed testing protocols. Thermalregulator. So, gucken wir uns erstmal die neue Forschung an. Was haben wir hier? Das ist genau das, was wir wollten. Militärische Akten. Plus 1 Admiräle. Ganz wichtig. Das werde ich nehmen. So. Verbessert, verbessert, verbessert. Okay, die erste Flotte ist da. Janeway ist auch gleich da. Wir müssen in 189 Tagen starten. Die zweite wird am 16.12. da sein und damit rechtzeitig da sein. Gut. Und wir warten jetzt noch auf die zweite, die inzwischen schon, jetzt habe ich es echt verpennt, ich dachte, ich werde informiert, die inzwischen schon die Upgrades erhalten hat. Wie ärgerlich. Na gut, dann kommt auch die dorthin. So, sehr gut. Wir haben den Energiekern, aber können den jetzt noch nicht nutzen, weil die Flotten ja alle unterwegs sind. So, was machen wir jetzt? Trikobaltminen. 5,1 Schaden, aber es ist nicht so gut wie das andere Zeug. Hüllennachrüstung. Das ist eine bessere Hülle. Das ist immer gut. Antimaterie-Batterien. Ah, nochmal eine bessere Energieerzeugung. Brauchen wir, glaube ich, jetzt nicht. Ich denke mal, wir machen mal die bessere Hülle. Das ist okay. Und was jetzt natürlich auch noch möglich ist, wir können noch eine neue Tradition wählen. Und ich bin ein bisschen am Überlegen. Wir sind ja normalerweise hier im Handelsbereich. Ob wir jetzt, wo es vielleicht mit den Borg ein bisschen kritischer wird, ob wir hier aus den militärischen Sachen was nehmen. Aber Schiffsunterhalt bräuchten wir jetzt kurzfristig nicht. Planetare Orbitalbombardierung auch nicht. Verteidigung. Ja, das steht jetzt sehr stark auf Armeen und Verteidigungsplattformen. Wenn, dann könnten wir tatsächlich das hier gebrauchen. Eroberung, Starterfahrung, Schiffe. Na gut, das ist nicht so relevant. Aber hier Baugeschwindigkeit, Schiffe, das ist ganz cool. Trefferchance. Aber wir haben hier auch was, was uns helfen wird. Vielleicht Legierungsschmieden, Produktion Metallurgen plus 25%. Das ist schon ganz gut. Kunsthandwerker ist nicht ganz so entscheidend. Wir machen das, Legierungsschmieden. Falls wir hier aufrüsten wollen, hilft uns das. Und ich bin tatsächlich am Überlegen, ob wir... Ja... Aber wir warten mal ab, ob es wirklich so kommt, wie ich befürchtet habe. Ob die Welle wirklich so unangenehm werden wird. So, wir dürfen jetzt nicht die Zeit vergessen, ne? Ah, hier schon wieder Ressourcenspeicher voll. Meine Güte, das geht aber auch schnell. Wir verkaufen hier, aber da wir werden da auch voll sein. Tja, Leute, dann kaufen wir jetzt mal Legierungen. Mit Credits für 10.000. Und verkaufen Mineralien, 5.000, und verkaufen Deuterium, 5.000. So, und dann müssen wir nochmal Legierungen kaufen. Dann sind wir wieder 16.000 los. Okay, dann haben wir das ein bisschen gespeichert. Um Verteidigungsplattformen müsste ich mich eigentlich auch kümmern. Ah, ist so viel zu tun gerade. So, wir schicken, würde ich sagen, schon mal die Militärflotte hier rein. Zeitkritisches Projekt, 119 Tage. Bin mir nicht sicher, ob der Start zählt oder der Abschluss. Deswegen sollten wir aufpassen. Achso, da war auch die Verbesserungsnachricht. 90, 80... Kommt, die zweite Flotte ist da, das ist gut. Jetzt haben wir immerhin schon 18.000 mit zwei Flottenstärken da.
Ich meine, wenn es doppelt so stark wird wie beim letzten Mal, sind wir mit zwei Flotten immer noch gut dabei. Insofern würde ich jetzt sagen, wir starten bei 50 Tagen, fliegt Janeway hier rein und dann geht's los. New technology has passed testing protocols. So, Admiral plus 1, das ist hervorragend. Weltraummarkt, Monumentalarchitektur, Holodeck. Kolonieentwicklungsgeschwindigkeit brauchen wir eigentlich nicht mehr. Das kann hier. Credits werden ja bei uns. Handel wird ja bei uns stark in Legierung, glaube ich, umgewandelt. Dann ist es gut. Logistikreichweite Warp. Das gucken wir uns gleich an. Das müsste bedeuten, dass wir zu den Piraten hinkommen können. So. Schilddurchschlag wollen wir nicht. Das ist alles nicht so doll. Dann nehme ich mal das, was, auch wenn wir es nicht brauchen, was am schnellsten erforscht ist. Und wir gucken mal ganz kurz auf unsere Warp-Reichweite. Wie können wir das nochmal? Ah ja. Das reicht immer noch nicht ernsthaft. Okay. Ich bin fest davon ausgegangen, dass es reichen würde. Okay. Wo ist unsere andere Flotte? Die ist fast da. Das passt auch ganz gut. Und Janeway startet. Keine Befehle. Nein, wir müssen die Mission noch starten. Oh mein Gott. Verdammt. Forschung. 30 Tage. Okay. Es geht weg, wenn man die Forschung startet. Das ist fürs nächste Mal nochmal ganz relevant zu wissen, wie der Timer funktioniert. Dann ist ja alles gut. So, Gouverneur. Fähigkeit 7. Und die Flotte ist auch noch rechtzeitig da. Hervorragend. So. Jetzt geht's weiter. Die Borg sind unerbitterlich. Unerbittlich. Es scheint, als haben unsere Handlungen weitere der sogenannten königlichen Wachen auf den Plan gerufen. Wir müssen uns sofort um sie kümmern und Janeway so bald wie möglich zurückbringen, um unser Vorhaben fortzusetzen. Okay, so, wie viel ist jetzt hier? Okay, warte mal, 12, 5, 10... Oh mein Gott. Und ein paar kleine. Eieieiei. Okay, das ist doch deutlich mehr. Ich hoffe, wir sind stark genug. Das ist krass, dass dieser Kubus dann auch immer wieder mitkämpft. Aber wenn wir den besiegt haben, oder die anderen besiegt haben, dann geht er immer raus aus dem Kampf. So, und jetzt müssen wir nochmal wieder über Picard nachdenken. So, warte mal, nebenbei müssen wir was anderes machen. Neue Schilde sind auch cool. Schwere Phaser, wir haben noch keine L-Slot. Machen wir neue Schilde. So, jetzt wieder Picard. Wann ist der richtige Moment? Das heißt, diesmal muss ich bedenken, dass der Queen Kubus nicht mehr bekämpft wird. Das heißt, wir müssen vorher ihn senden. Wenn wir dann überhaupt hier bestehen. Das sieht aber ganz gut aus, würde ich sagen. Kämpft der Kubus eigentlich mit? Nein, er kämpft gar nicht mit. Okay, komischerweise wird nur die Stärke anders angezeigt. Okay, dann sollten wir es schaffen. Aber wir haben jetzt schon ziemliche Verluste. Wann ist der richtige Moment, Picard mit reinzukommen? Der Dicke ist bald durch. Ach kommt, ich riskiere es jetzt einfach. Die Enterprise kommt hier mit rein. Okay, wir haben den Dicken. Jetzt haben wir nur kleine Sphären. Und ich glaube, Picard kommt wieder zu spät. Wo ist er denn? Warte mal. Nee, da ist er erst gleich da. Aber ich glaube, es reicht nicht. Nein. Komm. Scheiße, das war wirklich knapp. Das war aber wirklich knapp. So. Und nun kommt das nächste Ding. Okay, wir haben wieder 30 Tage.
Erlösung. Jetzt zählt es. Unsere Bemühungen und Opfer haben uns an diesen Punkt gebracht. Wir dürfen nicht nachgeben. Die Stunde des Triumphs steht bevor. Der Moment, an den sich noch Generationen erinnern werden. Okay, wir haben wieder die gleiche Zeit. Jetzt ist die Frage. Das war jetzt nicht... Ja, man kann nicht sagen, dass es knapp war. Ne? Wir haben schon deutlich mehr Schiffe verloren, aber... Das war jetzt ein mittlerer Kubus. Wenn jetzt noch ein mittlerer Kubus dazukommt, oder vielleicht gibt es ja auch große Kubi, ist das die Mehrzahl? Könnte es kritisch werden. Ja, ich bin fast am Überlegen, ob wir noch schnell eine vierte Föderationsflotte aufbauen. Das müsste eigentlich vielleicht noch im Rahmen sein. Eieiei. Okay, es bleibt spannend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin macht's gut. Euer Steinwall.